meiner Sicht zwingt uns die Welt zum Wachsen, damit wir uns weiterentwickeln. Denn wenn wir nicht wachsen, haben wir Stillstand und durch Stillstand entwickelt sich keiner weiter. Mein Name ist Robert Rettig. Ich gehöre zur 6. Unternehmergeneration des Familienunternehmens J.G. Weißer Söhne in St. Georgen im Schwarzwald. Und ich leite das Unternehmen zusammen mit meinem Bruder Thorsten und mit meinem Cousin Hans-Jörg. Also eine der wichtigsten Motivationen für mich selber ist natürlich, das Unternehmen in die 7. Generation hineinzutragen. Das ist für mich auch eine große Herausforderung. Vor 150 Jahren haben wir kleine Drehbänke hergestellt, ungefähr so groß aus Holz, für die damals aufkommende Uhrmacherindustrie im Schwarzwald. Wir haben heute 500 Mitarbeiter, machen einen Jahresumsatz von ca. 120 Millionen Euro. Wir stellen multifunktionale Drehmaschinen her, hauptsächlich für die Automobilindustrie, für Zylinderkolben, für Bremsscheiben, für Getriebeteile und so weiter. Also wir sind ja 1856 gegründet. Und unsere örtliche Volksbank, die wurde etwas später gegründet, von der sind wir sozusagen Gründungsmitglied. Also wir haben eigentlich mindestens über 150 Jahren Bankenkontakt. Die Bank muss begreifen, wie ein Familienunternehmen funktioniert, dass es eventuell verschiedene Familienstämme gibt, die die Firma schon lange im Besitz haben. Eine Bank kann das Risiko minimieren in der Wachstumsphase, indem sie die richtigen Berater zur richtigen Zeit haben und uns Hilfeleistung geben, vor allem auch wenn wir auf fremde Märkte gehen, auf denen wir vorher nicht waren. Also wenn neue Märkte erschlossen werden bei Automobilkunden und wir ziehen hinterher, ergibt sich so natürlich Schritt für Schritt dann unser Wachstum auch. Also wir haben aktuell 13 Gesellschafter im Unternehmen. Davon sind 3 aktiv als Geschäftsleitung, zu der ich selber gehöre. Und dann haben wir noch einen Beirat im Unternehmen, der uns beratend zur Seite steht. Wenn wir größere Projekte haben, dann stellen wir diese vor der Gesellschafterversammlung vor. Die Herausforderung liegt im Familienunternehmen mit Sicherheit darin, sich auf die verschiedenen Strategien auch letztendlich zu einigen. Das ist der Reiz jeden Tag, dass der Erfolg nicht zu 100% kalkulierbar ist. Und es ist dann hinterher umso schöner, um zu wissen, jawohl, dieser eine Weg, für den man sich jetzt entschieden hat, der hat dann auch wirklich funktioniert.